Ja, ich denke, die ersten 15, 20 Minuten haben uns ein bisschen schwer getan, reinzukommen. Kriegen natürlich leider das Tor. Aber ich denke, wir haben da nicht aufgegeben. Erste Halbzeit sind wir ein bisschen besser reinkommen, hatten dann auch ein paar Möglichkeiten. Und ich denke, dann speziell in der zweiten Halbzeit, denke ich, haben wir es echt wirklich sehr gut gemacht. Ich denke, wir haben 2 bis 3 wirklich sehr gute Chancen, die wir leider nicht reingemacht haben. Und ich denke, ja, wenn es da vielleicht da noch ein bisschen was gelingt, da haben wir, denke ich, ein bisschen die Oberhand. Ja, und am Schluss ist es natürlich bitter, aber ja, so ist Fußball dann, ne? Wenn man das Tor nicht trifft. Ersten 5 Minuten waren wir vielleicht ein Stück zurückhaltend, ein bisschen zu viel Respekt gehabt. Aber wir haben ein bärenstarkes Auswärtsspiel gemacht beim Erstligisten. Wir gehen relativ früh mit 1-0 in Rückstand. Aber rennen dann auch mehr oder weniger auch an. Waren dann vor allem dann auch in der zweiten Halbzeit mit Chancenplus klar die bessere Mannschaft und hätten hier den Ausgleich mehr als verdient gehabt. Haben wir dann leider nicht genutzt. Jetzt Munder putzen und das war dann doch noch so ein Zuckerl vielleicht, der DFB-Pokal. Wir müssen uns auf die Liga konzentrieren und da unsere Punkte holen, damit wir die Klasse halten. Wenn du überlegst, dass du als krasser Außenseiter im Abstiegskampf in der zweiten Liga gegen wirklich eine tolle Mannschaft in der ersten Liga, die eine tolle Runde bisher gespielt haben und so gut mithalten kannst und wirklich das Spiel gerade in der zweiten Halbzeit dominierst und machst. Und jetzt da stehst du als Verlierer, das ist bitter. Klar wollte man eine Runde weiterkommen, keine Frage, wir sind es nicht, aber trotzdem steckt man den Kopf nicht in den Sand. Ich denke, es war alles für uns, war das alles eine geile Sache, aber ich denke, wenn man jetzt die zweite Halbzeit auch noch anschaut, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Und naja, jetzt können wir uns hauptsächlich auf die Liga konzentrieren, das ist wichtiger. Und ich denke, können wir mit einem positiven Gefühl trotzdem aus der Partie rausgehen. Wir haben einfach die Zweikämpfe besser gewonnen, waren da giftiger, wollten halt unbedingt. Aber dann ja, müssen wir halt auch vom Tor dann noch, denke ich mal, noch mehr Überzeugung reinkriegen. Und dann denke ich mal, wird es am Sonntag mit einem Plus auf unserer Seite sein. Jetzt stehe ich hier, eigentlich ist man sehr enttäuscht nach einer Niederlage, bin ich auch, aber trotz alledem bin ich stolz auf die Leistung, die wir gebracht haben. Wir müssen uns da wirklich keineswegs irgendwie verstecken vor irgendjemand und den Schwung heißt es am Wochenende mit ins Heimspiel gegen Aue zu nehmen. Die Zweikämpfe nehmen wir wieder an, lassen wenig zu. Wir haben, glaube ich, gegen Hannover nicht wirklich eine Chance zugelassen. Gegen heute, weiß ich jetzt auch nicht, mal aus der Distanz geschossen. Okay, das können sie ja machen. Dafür haben wir einen Torwart auch noch immer im Tor. Und dann einfach vorne die Dinger machen und mit der gleichen Leidenschaft und Ehrgeiz und Willen einfach das nochmal am Tag legen. Und dann wird es die nächsten Spiele sehr, sehr gut aussehen. Ja, Aue wird natürlich auch alles probieren. Ich glaube, Trainer ist gegangen bei Aue, wird ein neuer da sein. Aber wir müssen auf uns schauen und müssen von den letzten 2 Spielen die Leistung mitnehmen. Und dann denke ich, dann können wir da zu Hause mit unseren Fans da schon was reißen. Die Leidenschaft, die Bereitschaft, die müssen wir genau so an den Tag legen wie die letzten Spiele. Und dann verspreche ich jedem Armin, dass wir am Wochenende die 3 Punkte holen.